Ahoi, meine lieben Freunde, willkommen zurück bei WoW Vanilla. Wo ist der Francy? Irgendwo im Wasser. Ja, da. Den ignorieren wir einfach. Kann mir sowieso nichts hier. Und die Wettereffekte gab es anscheinend schon zu WoW Vanilla. Keine Ahnung, war mir so auch gar nicht bewusst. Ich weiß, mir fällt nur gerade auf, dass es mich stört. der Regen, der stört mich. If you see a rogue called Kalindrix, kill him on fucking sight. Schön. Last location. 41,40. Ja gut, ich habe keine Quads. Kill him on fucking sight. Killed me 4 times for sport. Kill him for sight. On fucking sight. Sehr schön. Ach. Da ist jemand ein bisschen mad. Aber kann ich verstehen. Beim Campen hört der Spaß auf. Sind das auch die normalen Panther hier? Panther und Tiger, dicht an dicht. Ja, der Spott hat verfehlt. Ich bin außer Reichweite. Mal wieder. Anyone from Bangalash? Big Game Hunter. Welches Level ist der denn? 44, ja, seht ihr mal. Ja, der kann ihn nicht mal mit Level 44 allein erledigen. Und dieser Bangalash, das ist ja der Mob, der am Ende dieser Questreihe auf uns wartet, ne? Dieser Tiger. Also. Und durch diese Nessing Very Quest steigen wir nicht automatisch 14 Level auf, ne? Also. Der macht gerade gar nichts und auch jetzt. Ich kann das nicht plündern. Ah. Nicht, dass der mich angreift. Ein bisschen nah. Ja, jetzt eine direkte Konkurrenzsituation, ne? Heißt, wenn der findet, dass ich ihm hier zu viel Territorium wegnehme, dann erledigt er mich einfach. Deswegen weiche ich mal in diese Richtung aus. Soweit es denn geht, dann sind halt die Trolle wieder. Ist noch nicht bereit. Oh, es ist so nervig, dass ich so schnell Aggro verliere, ne? Er ist halt nur Level 30, mein Pet. Boah, ich krieg so viel Tigerfleisch, ne? Meine Güte. Gut, dass ich mir nicht noch Fleisch gekauft habe. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja. Diesmal ist er gar nicht erst in Spot Range gekommen. Von 10. Ich kann das nicht plündern. Oh, he needs some food. Jetzt müssen wir kurz abwarten. Also, wir haben Fleisch. 10 Tigerfleisch, 13 Tigerfleisch. Ist natürlich wieder bei 10 an, ist ein Cap. Ja, schön.
denke, hier um den Dreh wird er dann Level up werden. Drei Level höher ist hellrot, ne? Nicht dunkel, aber hellrot. Deswegen verfehlt er wahrscheinlich bei einigen Nahkampfattacken. Oder macht nicht so tolle Crits, wie er sonst vielleicht hinbekommt. Ich kann das nicht. Krieger. Zwei Allies jetzt wieder innerhalb kürzester Zeit gesehen. Den Krieger und den Hunter eben, ey. Das lädt immer noch auf. Dieser nervige Regen. Dieses Tigerfleisch, das hat eine Drop-Chance von, weiß ich nicht, gefühlt eine Trilliarden Prozent. Jeder Tiger droppt ein Fleisch, also 50% locker. Guck mal, da hinten ist noch einer. Zerkrieger, Level 30. Ich warte nur, dass mich ein Rogue aus dem Hinterhalt angreift. Okay. Hier ist auf jeden Fall wer on the road. Ja, das sind auch die Raptoren, die ich brauche. Mist. Muss ich echt außen rum. Wo sind die Tijas? Hier nix. Da ist nochmal ein Panther. Das ist zu weit entfernt. Kann ich noch nicht wirken. Panther nehme ich doch gerne mit. Obwohl der Panther Mainspot eher auf der anderen Seite ist. Haben wir ja die Leichen gesehen. Also. Da unten. Die jungen Schlingdorn-Tiger. Die brauche ich nicht. Die Tiger sind so gut getarnt. Ey, wenn es dann regnet, sieht man sie noch schlechter als prinzipiell schon von vornherein, ne? Weil die sowieso so mit dem Hintergrund verschmelzen. Wenn es regnet, ist es einfach noch schon wieder Tigerfleisch. Es ist noch extremer. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Widerstanden. Ey, ich fass es nicht. Ich muss näher ran. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht rückgreifen. Dann dauert es auch noch 2 Milliarden Jahre, bis meine Kniesehne mal trifft. Nicht Kniesehne, sondern hier. Zurechtstutzen. Zehn von 10. So, jetzt sind die Panther dran. Das ist ein Tiger. Aber Tiger brauche ich nicht, ich brauche Panther. Panther. Das ist ein...
toll gewesen. Ich bin außer Reichweite. Ja, der hat den Spot. Keine Ahnung, was das war. Also die Spot-Range ist auch minimal. Wenn ich überlege, die Hit-Range von dem Mob auf mich ist enorm, aber die Hit-Range vom Spot meines Pets auf dem Mob, der ist dies bei null. Ja? Also. Was das hier übrigens gerade ist mit aus dem Channel gebannt, keine Ahnung. Ich dachte eigentlich nicht, dass ein einzelner Spieler in der Lage ist, irgendwie... keine Ahnung. Irgendwelche Spieler hier zu bannen aus dem Chat. Who the fuck is Paul Allen? Ja, ich kenne Paul Allen nur aus... aus American Psycho. Na, da hinten ist auch noch einer. Ich muss näher ran. Kann ich noch nicht wirken? Sechs von zehn. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Der Spott wäre auch schon wieder fast fehlgeschlagen. Oh! Das ist zu weit entfernt. Wenigstens hat das Zurechtstützen funktioniert, aber ich stütze ihn zurecht und er haut mir direkt einen Slow rein. Seven out of ten. Ich kann das nicht blind. Ist hier noch einer? Kann ich noch nicht wirken? Get him, boy. Oh, Spott geht wieder nicht durch. Ich bin außer Reichweite. Jetzt 10 Millionen Jahre danach. Bin ja auch mitten auf der Straße. Das heißt, jeder, der zu den Trollen den Weg hier, den normalen Straßenweg nimmt, der läuft mir hier über den Weg. Und rechts kommt eine Trollpatrouille. Ich glaube zwar nicht, ich weiß nicht, läuft die hier einmal komplett rüber? Und falls ja, wundert es mich, dass ich die bis jetzt noch nicht gepult habe. Habe ich viel Glück gehabt. Ja, die läuft da komplett einmal lang, die Patrouille. Diesmal nicht, mein Freund. Hat zwar keine Aggro gehalten, aber ich war weit genug weg, um ihn dann zu dem Zeitpunkt einfach nur noch umzupusten. So, wir brauchen noch einen einzigen Panther. Da unten ist noch einer. Das ist zu weit entfernt. Klar, in dem Moment verfehlt es. Pariert, pariert, pariert. Spott, Junge. So. Ist Viecher. Heal, looking for group, SM Graveyard.
Naja, liebe Leute, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wir hören uns übermorgen wieder. Dann geht's weiter hier mit WoW Vanilla. Bis dahin, macht's immer gut. Ciao, Kakao.